So, wollen wir mal. Was? Was? Ritter Festivalen? Ah, jetzt ist das doch ernsthaft auf Schwedisch. Ich gehe an der Quadratlatsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, ein neuer Buggy Mittwoch und ein neues Buggy Update. Muss man jetzt wirklich leider traurigerweise so sagen, wie es ist. Denn, wie man gerade unschwer erkennen kann, nehme ich erst 10 Minuten vor 19 Uhr am Abend auf. Ein bisschen ungewöhnlich für ein Mittwochs-Update, aber ich muss dazu sagen, es ist erst vor einer Viertelstunde reingekommen. Traurig, aber wahr. Star Stable hatte mit diesem Mittwochs-Update, obwohl eigentlich nichts reinkam, außer das, was die letzten Jahre immer drin war, nichts reingebracht. Deswegen verstehe ich umso weniger, warum alles, was reingebracht wurde, plötzlich verbuggt ist. Und es ist auch nichts reingekommen, was angeteasert war. Es sind keine neuen Pferde reingekommen. Es sind keine Klamotten reingekommen. Es ist einfach das leere, durchgespielte Reitsport-Event von letzten Jahr reingekommen. Nur, dass wir jetzt die ganzen Quests nochmal von Woche 1 wiederholen dürfen aus dem letzten Jahr. Das ist alles. Schockierend ist so. Das erste Buggy-Ding, was reingekommen ist, war ein Haustier. Und zwar muss es wohl hier, wo jetzt mein Rabe ist, ein neues, brandneues Satteltaschenpad gegeben haben, bis vorhin noch, beziehungsweise bis gestern Nachmittag noch. Und zwar soll das eine Krabbe, ja, ernsthaft jetzt eine Krabbe gewesen sein. Kribbelbunt, hatte auch noch keinen richtigen Namenstitel und nichts, sah aber super, super, super knuffig aus. Und dieses kleine, süße Krabbenvieh, das hat auch Tatsache so viele Probleme gemacht, dass über 100 Spieler, nur hier in Deutschland, über 100 Spieler, da weiß ich nicht, wie es im Ausland ist. Ich denke mal, wenn wir jetzt länderübergreifend gehen, haben wir bestimmt nur durch dieses Krabbe kaufen sind, ich sag jetzt mal, an die 1000 Spieler gebannt worden. Permanent. Durch eine Krabbe. Durch ein Satteltaschenpad. Das muss man sich mal vorstellen. Über 1000 Spieler wurden gesperrt. Permanent, weil sie ein Satteltaschenpad gekauft haben. Du meine Fresse, jetzt hört's aber auf. Entschuldigung, dass ich jetzt so ausfällig werde. Also Star Stable, bitte, es reicht jetzt. Ich habe es schon mal gesagt. Ich bin zum Donnerwetter nochmal nein, gewillt, gerne ein Mittwochs-Update auszulassen, wenn es so viele Fehler im Spiel gibt, dass ein Release, ein sicherer Release, ne, nicht machbar ist. Und dieser Release war nicht machbar. Entschuldigung, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Hat mir gut getan, euch nicht, macht nichts. Es war noch eine Sache, die reingekommen ist. Total kaputt. Ich weiß es nicht mehr. Machen wir erstmal mit Linda weiter, die uns die Startquest gibt für das Reitsport-Event für 2024. Anscheinend arbeiten die Reitclubs und die Ranger hier ehrenamtlich mit, damit das Festival ein großer Erfolg wird. Ich freue mich einfach nur darauf, meine Freunde und ihre Pferde zu sehen. Ich will mich auch nachher noch mit Alex treffen. Ich hoffe, du kommst auch. Natürlich. Du findest Ten vom Morlandstall. Sie wird sich freuen, wenn du an den Festivitäten teilnimmst. Ja.
Ich gebe mir halt allergrößte Mühe. Mühe. Wir spielen blinde Kühe. Nicht. Ja. Habt ihr das gesehen? Ich bin kaum hier online und bin schon sowas von aggressiv. Nur wegen diesem total buggy Mittwochs-Update, dass ich nur noch Scheiße koi. Entschuldigung. Also heute ist definitiv Fakt, dass ich das Video nicht für Kinder freigeben werde. Auch wenn es ein Mittwochs-Update ist, das tut mir wahnsinnig leid. Aber das ist mir derbe zu dumm. Und es ist einfach dumm. Und es ist nicht nur dumm, was es hier gibt, es ist dumm, was Star Stable da macht. Okay, Einladung zum Reitsportfestival. Dascha, wie toll, dass du dabei bist. Oh ja, wie bitte. Ups. Reitsportfestival Moorlandzentrum. Willkommen am Zentrum des Reitsportfestivals in Moorland. Ich kann es auch kaum abwarten, dass du dir ansiehst, was es hier alles gibt. Und finde ich. Feierlichkeiten am Jorvik-Stall fange ich besser gar nicht erst an. Ich werde mich da jedenfalls vergnügen, wenn meine Schicht hier vorbei ist. Großer Gott, ich kann nicht mehr reden. Aber es hat mich auch schon alles extrem genug aufgeregt. Jedenfalls, was wäre ein Festival ohne eine kleine Tour über das Gelände? Es gibt so viel zu sehen und zu tun. Sieh dir die Läden an, den Tanzbereich und was dir sonst noch so ins Auge fällt. Okay. Ich gehe dann mal. Lass dir die Tanzfläche nicht entgehen. In der Nähe haben wir auch viele schöne Plätze für Picknicks. Kann man wieder drauf gehen? Auf die... Ja, kann. Sehr gut! Also man kann die Tanzfläche auch wieder mit Pferd betreten. Das Pferd muss zwangsläufig am Rand bleiben. Du kannst dich auf der ganzen Tanzfläche bewegen. Das ist schön. So, was haben wir hier noch? Hier kannst du auf deinen Kleiderschrank zugreifen und deine Kleidung und Reitausrüstung in Ordnung halten. Genau. Wir haben hier, da wo die vielen Spieler stehen, haben wir einen Kleiderschrank. Ihr könnt auch auf euer Inventar zugreifen. Und hier bei Loretta und bei Ginny gibt es dann eine Daily. Die ist dann wieder zum Ankleiden und aber eben auch lassen. Ach, ich bin ja immer noch nicht fertig. Ja. Seht ihr, so riecht mich das schon wieder auf. Dass ich überhaupt nicht mitkriege, dass ich noch gar nicht fertig bin. Wenn du dich für das Festival besonders schick anziehen möchtest, die lieben Leute dort vorne werden dir helfen, dich passend einzukleiden. Ja, Shops bis zur Vergasung. Wir haben auch Hintergründe, von denen du tolle Fotos machen kannst. Perfekt nur ein wenig Selbstdarstellung. Das Reitsportfestival wird auf ganz Jorvik gefeiert. Warst du schon mal am Jorvik-Stall? Ja. Wenn ja, dann solltest du später auch da vorbeireiten und schauen, was dir da angeboten wird. Meine Kollegen hier bieten eine schnelle Transportangelegenheit zum Jorvik-Stall für dich und Pixelhof. Das ist aber nett. nett. Wer hat denn das gesagt? Ach, das war hier der Frederik. Vom Sascha Krammel. Richtig. Wenn dir der Sinn nach einer Schönheitsbehandlung steht, schau im Shop Höchste Ästhetik vorbei, um dir die Haare und neuestes Make-up zu... Konnte ich nicht mehr lesen. Voll leider gut. Also das Update, ne? Was mich das aggressiv macht, dieses Update.
Falls du vorhast, ein Haustier zu adoptieren, Steve hilft dir, den perfekten Begleiter zu finden. Okay. Eine noch. Suchst du nach Zuwachs für deinen Stall? Du kannst hier jede Menge Pferde kaufen. Nee, eigentlich habe ich ausgesorgt, danke. Ich warte eigentlich nur noch auf die nächste Rasse. Bitte, danke. Das war die Tour. Ich wette, hier gibt es reichlich Dinge, die Pixelhof gerne sehen und machen möchte. Und sei nicht schüchtern. Sprich mit den Leuten und schließe neue Freundschaften. Ja, nachdem ich mich wieder etwas beruhigt habe, nachdem ich so ausgerastet bin, werde ich das vielleicht tun oder aber eben vielleicht auch lassen. Hoppala! Gut, ihr Lieben. Dann soll es von dieser ersten Folge das schon wieder gewesen sein, auch wenn es nicht viel war, weil ich noch gar keine Zeit hatte, weil ich viel zu viele Quests beantworten musste. Ich hoffe, dass ich das dann in der nächsten Folge ändert. Bis hier an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.